Heyo Freunde, was geht? DBA Online Classes wieder am Start. Heute für euch Urban Choreo mit Dave. Neue Choreo wird ein bisschen vibey und ich würde sagen, let's go! Heyo Freunde, wieder mal ein richtig crunchiges Intro für euch. Extra für euch ausgedacht. Super Start ins neue Video mit mir. Heute machen wir ein bisschen Chill Vibes, okay, weil ich hab's gerade nicht so mit Full Out Eskalation, aber dafür wird's Full Out Eskalation Vibes. Verstehst du, was ich meine? Gut. Und zwar ganz easy Choreo an sich. Der Grundgedanke an der ganzen Choreo, der Grundgedanke, den ich hatte beim Choreografieren, ist, den Fluss einfach nicht zu unterbrechen für mich im Körper. Einfach die ganzen Schritte so zu connecten, dass es sich einfach gut anfühlt. Das heißt, gar nicht unbedingt so riesig groß auf irgendwie Ausführung achten, sondern mehr auf Gefühl im Körper, groß, kreisförmig mit, fuck my life, man. Kreisförmige Bewegungen. Und dann haut das Ganze hin. Wir starten eigentlich im Intro vom Song, starten auf 1, ganz easy, steppen mit rechts nach außen, ziehen nach innen. Okay, heißt ganz easy rechts 1, 2, gehen up, 3, haben 4 and, ich drop down, 4 and, zieht nach links hoch, and 5, haben 6, zieht nach rechts nach hinten, 6, haben 7, full stop, 7, mit einem mini pop, beziehungsweise eigentlich nur so einen leichten lock in die Bewegung. Wenn wir raus gleiten, haben wir 7, click. ADN, ADN, haben nach vorne, ADN, Arme zum Kopf, vorne gehen wir, ADN, heißt rechts, steht über links, ziemlich schnell. Zieht die so ein bisschen von unten nach oben hoch, damit wir da wieder nach unten droppen können. Damit wir hier wieder nach unten droppen können in einen easy bounce. Okay? Alles cool? Gut. Freut mich zu hören. Wir starten von Anfang an. Wieder auf die 1. 6, 7, 8, go. 1. 2, up, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1. Wir steppen mit unserem vorderen rechten Bein, wollen so ein bisschen unnatürlich nach hinten, aber gehen eigentlich nur nachher in den Step, der öffnet. Heißt, wir sind hier bei 8, and haben 1 mit rechts, Step left über eure Schulter. Ihr seid direkt in so einem Bounce nach unten, wie schon vorher gesagt haben. 1, 2, 3, 4. Okay, steppen zweimal nachher mit links. Right, left, left, right. Wir sind hier bei 4 angekommen, gehen direkt weiter in 5 and 6 and wir unterbrechen den Fluss nicht, weil ihr erinnert euch, Freunde, wir wollen den Fluss ja nicht unterbrechen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, cool, gut. Das ist 1. 2, 3, 4, steppen vorne, 5. Seht meine Schultern ziehen entgegengesetzt, links zieht nach unten, 5 and 6. Einmal vorne, einmal hinten, heißt 5 and 6 and. Steppen jetzt von hinten in so einem leichten Kreis nach vorne, 7, 8 and. Haben zweimal Chest nach innen, 1 and. Nach hinten, Step mit rechts, Typ. Alles fließt, erinnert euch, sind bei 4, 5, and 6, and 7, and 8, and 1, and 2. Nice. Good. Heißt, wir sind hier angekommen, Step mit links weiter, haben so einen ganz gemütlichen Shoulder, Two-Step nach vorne, wollen diagonal weg, heißt, Typ, 3, and 4, and step mit rechts, 5, 6, haben 10 mit 7, 7, haben wieder 80 and,
Step einfach nur nach außen, heißt ABN. Ganz gemütlich wieder zurück in die Mitte, Hand rechts, links, rechts. 7, ABN. Hand wieder. 1, hier haben wir nur ziehen mit Körper. Oberkörper geht nach rechts diagonal, links diagonal und wieder zurück. Steppen raus auf unser rechtes Knie. 1, ziehen. 2, ziehen. 3, haben and 4. And 4, ziehen. 5, haben 6, 7, 8. Dann sind wir fertig mit dem Intro. Heißt, wir machen das Ganze ganz gechillt, einmal von Anfang an, sind dann im Intro durch. Wie gesagt, macht das Ganze so flüssig wie nur möglich. Ich fixiere hier Körperbewegungen extra nicht, da ich will, dass ihr euren Style da reinlegt, dass ihr austestet, wo könnt ihr hingehen, wie wollt ihr das Ganze verpacken. Okay, alles cool? Okay, wir starten von Anfang an auf 1, 6, 7, 8, go. 1, 2, 3, and 5. 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, 8, and 1, and 2, 3, and 4, and 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, and 5, 6, 7, 8, 1. Step mit rechts nach vorne. Ja, step mit rechts nach vorne in die Kurve rein. Alles gut? Gut, Freunde, wir haben das Intro und wir schauen uns das Ganze jetzt einmal mit Musik an, bevor wir dann direkt in die Kurve starten. Let's go! Mit der Choreo, und zwar waren wir hier bei 6, 7, 8. Wir haben Step nach vorne auf rechts. 1, 2, and. Steppen direkt in den Crisscross rein, rechts bleibt vorne. 3, and 4, and 5, and 6, and 7, 8. 1, 2. Ich mache das jetzt extra ziemlich schnell durch, da der ganze Part ziemlich connected ist und ich nicht will, dass ihr im Kopf irgendwie Breaks drin habt. Heißt, ihr steppt direkt raus, seid direkt in so einem Flow drin. Das heißt, wir steppen 1, 1, rechts hoch, 2, and crisscross, rechts vorne, 3, and 4, and 5, and 6, and 7, 8, step 1 out, turn 2, back 3. Yes? Alright. Heißt, nochmal easy. Wir sind angekommen bei crisscross. 5 and 6. Ihr habt jetzt hier einfach nur easy. Ball change, right, right left. Ball change auf 7. Step right. 8. Habt Slide auf 1. 1. Ihr dreht euch komplett mit dem Rücken nach vorne. Und ihr könnt hier machen, was ihr wollt, wenn ihr den Slide finisht. Ich habe nur so einen leichten Hit dabei. Heißt 2. Step wieder back auf 3. Und ab hier gehen wir in den Lyric rein. Heißt, wir haben 1, 2, step into you. This open way so I've been. Wir haben oben I, sind auf den Zehenspitzen, drop nach unten auf bin. Bin. Und jetzt singt das wieder ziemlich flüssig durch. Freunde, ihr kennt jetzt mittlerweile den Drill. Step into you this way, so I've been what? Heißt, durchfließen durch das Ganze. Wir sind 2. Step into you this open way, see I've been. Ihr steppt auch mit rechts.
watching you for a while. Wir gehen wieder auf den Lyric. Sin, I've been, haben, watching, watching you for a while step. Easy. Watching, schmeiß es weg, haben ein Replacement links. You for a. Left, right, left. While rechts vorne, right and back. Arme kommen dazu, easy. Wir sind bei. Wir sind bei. I've been, hab auf. Watching, schmeiß weg. You for a. Ganz kreativ. While, wir zeigen auf unsere Uhr, haben tick, tick, tick. Unten geht gerade Beat. 5, 6. Oben geht 5 and 6 and. Heißt 5 and 6 and. 7, 8, 10, 7, 8. Und dann könnt ihr wieder machen, wie ihr wollt. Watching you for a while. And I just gotta. And I just gotta. Das heißt, ihr wollt jetzt irgendwas wissen, sagen oder keine Ahnung, was ihr machen wollt. Auf jeden Fall wollt ihr das machen. Das drückt ihr jetzt aus, indem ihr seid 5 and 6. Hab right, go, left, go. I heißt, wir sind 7, 8. Links ist vorne, wir sind wieder auf Lyric. I just gotta let you know that I'm really. Und so weiter und so fort. Wir gehen rechts über links. Up, down, change, and, drop, and go. Heißt, wir sind 7, 8, let you know that. Let you know that. Nochmal, easy. 8, let you know that. Drop auf, click. Wir gehen außen in den Lotus von House kennt man's. Out, out, out. Oder Michael Jackson nach außen. Ihr kennt den Step. Wir gehen hier direkt raus. Let you know that. Drop and drop and. Haben hier 4, 5 and 6 and. Slide 7, kick 8 and. Know your name. Gehen wieder zurück in Lyrics. Beziehungsweise in Count werden wir hier 7, 8 and haben. Wir wollen jetzt ihren oder seinen Namen unbedingt wissen im Lyric. Das heißt, wir drücken das Ganze jetzt so ein bisschen aus. Und zwar heißt 1, 2, 3, 4. Wir sind rausgekommen auf 8. Haben left, right, left, drop. All change. 1, 2, 3, 4, and 5. 8. 1, 2, 3, 4, and 5. Gesehen? Gut. Mal weiter. 4, and 5, and 6, 7, 8, and. Left, right, left. Für mich ganz schwierig. Die Lyrics waren fertig. Wir sind bei and 5, ball change. Wir waren bei 1, 2, 3, drop, 4, left, right, ball change, and 5, 6. Wir haben jetzt zweimal double, einfach nur nach vorne. 5, 6, 7, and. Haben 80 and. Left, right, left, 80 and. Und zwar wollen wir jetzt was schreiben, weil er gibt ihr jetzt seine Nummer. Und die schreibt jetzt auf. Heißt 0664? Nee, natürlich nicht. Okay, wir sind bei AD and number and I hope that you would call me someday. Ihr geht tick, 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 habt in, out, out, auf, right, left, left. Alles auf Lyric.
Lyric Master 3000. Ihr habt es gesehen bei den 5000 Cuts mittlerweile, dass ich nicht so fit bin mit den Lyrics. Aber ihr weißt Bescheid. Ja? Heißt, wir sind hier bei nochmal easy part mit Numbers. AD and number and I hope that you would call me someday if you want. You can give me yours too. Click, 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 me and you. One and two. Nochmal easy. Wir starten bei number. Und zwar ganz kleine Änderung. Wir sind ganz am Schluss einmal mit links zu rechts anstatt rechts zu links. Ganz easy. Komplett. Wir sind ADN number and I hope that you would call me someday and if you want you can give me von hier rechts zu links ihr droppt nach unten yours up boyband pose two habt open auf left right left right right left right man and you und dann schüttelt das ganze aus und wir sind fertig war jetzt bisschen viel, zweiter Checkpoint ist ein bisschen weiter. Wir machen das Ganze jetzt aber nochmal easy, langsam von Choreo Start. Let's go. 6, 7, wir haben Slide nach vorne auf 8, auf 1, 7, 8, 1, 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, 8. One, two, step into you this way. See, I've been watching you for a while. Tip, I just gotta let you know that. Click and click and click. 6, 7, 8 and half. Drop nach unten. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8 and number and I hope that you would call me someday and if you want you can give me yours too so left right left me and you groove it out. Nice. Okay. Heißt, in dem nächsten Tutorial gibt es dann wahrscheinlich den Rest der Choreografie vom Refrain. Für heute sind wir hier fertig. Jetzt gibt es zweimal. Nee. Doch. Es gibt einmal das Ganze von Anfang an mit Counts und dann mit Musik und dann habt ihr es, Leute. Let's go. Starten mit den Counts. Starten mit den Counts. Okay. Regie sagt, wir starten mit den Counts. Und zwar von Anfang an 6, 7, 8, go. 1, 2, 3, click. ADN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, and 2, 3, 4, 5, 6, 7, ADN. 1, 2, 3, and 5, 6, 7, 8, 1, 2, and 4 and 5 and 6 and 7 8 1 2 step into you this way see I've been watching you for a 5 6 7 8 let you know that 5 and 6 and 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 alien number and I hope that you would call me someday so if you want you can
give me yours too. Click, 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 mad at you. Yes. Good. Wir starten das Ganze mit Musik. Girl, I know this might seem strange, but let me know if I'm out of order for stepping to you this way. See, I've been watching you for a while, and I just gotta let you know that I'm really feeling your style. 'Cause I had to know your name and leave you with my number, and I hope that you would call me someday. If you want, you can give me yours too, and if you don't, well, I ain't mad at you. We can still be cool, girl. Alright, Freunde, ihr seht, das Ganze ist eigentlich ein Vibe, soll ein Flow sein, ist ganz easy, macht das Ganze groß. Macht ein paar Durchgänge einfach nur fürs Feeling. Der einfach nicht mal mag, sondern nur fürs Feeling. Was macht der Körper? Wo könnt ihr hingehen? Dann kommt das Ganze. Wir drehen das Ganze wieder um. Aber bevor sage ich euch Peace out und Halleluja. Ich freue mich, dass ihr immer dabei seid, dass ihr die Videos supportet, dass ihr uns supportet. Und ja, wir freuen uns auf euch im nächsten Video. Peace, y'all. Okay, Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch, Like, Subscribe, unten in den Kommentaren lasst uns wissen, was ihr gerne lernen wollt, was ihr gerne mehr sehen wollt, und schreibt einfach rein, was ihr generell über unsere Videos denkt. Uns würde das Ganze freuen. Wenn ihr Infos zu unserem Tanzstudio wollt, unter www.diecrew.at oder unten in der Beschreibung findet ihr alle weiteren Infos. Und ja, jetzt gibt es nicht mehr zu sagen als die DBA Stronger Together. Wir freuen uns auf euch im nächsten Video.